Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr seht, ich bin gerade nicht zu Hause, sondern in einem vielleicht euch bekannten Laden, und zwar im Raffa Shop in Berlin. Und das hat folgenden Grund: Flo arbeitet hier und ich hole Flo jetzt quasi ab. Wir haben schon fortgeschrittene Uhrzeit, wir haben es fast 9:30 und wir haben uns gedacht, am Wochenende sind wir alle nicht so richtig zum Fahren gekommen, außer Flo. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, fahren wir mal nach der Arbeit einen kleinen Night Ride. Ihr kennt uns, wir diven jetzt mit vollem Karacho rein in die Materie und gucken heute einfach mal, was uns das große Blatt heute wieder so bietet. Unterwegs sammeln wir noch Daniel ein und dann gucken wir mal, wo es uns hin verschlägt. Ich denke mal, wir machen nur eine kleinere Runde, also um die 50 Kilometer haben wir uns vorgenommen. Was jetzt so alles passiert, ob die Dunkelheit uns doch vielleicht so den einen oder anderen Ast in den Weg wirft, seht ihr jetzt gleich. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und ab geht's, würde ich sagen. Diven wir jetzt mal rein in die Materie. Hallo! Hallo! So, hier sehen wir den Fuhrpark. Wir haben alles dabei, von Hardcore Gravel Monster Truck über normales Gravel Bike mit Armdynamo. Und dann haben wir Biane, die Schönheit. Das wird hier wahrscheinlich gar nicht verwendet, aber ich halte mal drauf. Ey Flo, weil du es bist, benutze ich das jetzt. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob Flo das gut macht. Sonst ist ja Kamerakind immer nur Daniel. Ja, mir traut das immer keiner zu. Ich verstehe gar nicht, warum. Hey, ich traue dir das voll zu. Das hat sich immer nur nicht ergeben. Eigentlich wollte ich ja aufnehmen, wie Thjofn hier seine Tasche jetzt vorne ran macht, weil... Ja, ich bin mir auch gar nicht so sicher, wie ich das mache. Ich dachte mir auf jeden Fall, ich kann mal meinen Schlüssel hier machen. Warum hat man einen Front Rack und trägt dann aber die Tasche Jens auf dem Rücken? Es kann sich hier nur noch um Stunden handeln. So Leute, Grüße gehen raus ans Kamerakind. Der wird hier mal direkt angeleuchtet. So, meine Tasche ist natürlich super professionell hier vorne angebracht worden mit einem Spanngurt oder mit einem Gummizugding. Und ja, ich würde sagen, lass mal los, Jungs. 60 Kilometer haben wir ja vor uns. Die Materie ist doch ein bisschen frisch. Ja, und mehr als angenommen, würde ich sagen. Okay Leute, ich habe mir mal was Langes angezogen. Es ist doch ein bisschen frischer als angenommen. Flo hat sich auch ein bisschen was Längeres angezogen. Daniel noch nicht, aber er hat jetzt eine Kopflampe auf. Also beleuchtungstechnisch wird hier jetzt alles aufgefahren, was geht. Ich glaube, anders funktioniert es auch nicht. Ja, schöne Materie hier. Ich weiß nicht, was ihr sehen könnt. Versuche hier mal, ich mache hier mal Funzel Vollgas. Hier ist so Feld. Hier ist Funzel Vollgas jetzt? Da ist so Feld, Leute. Also wir sind schon da, wo wir hin wollten. Aber es geht jetzt gleich noch ein bisschen tiefer in die Materie. Deswegen würde ich sagen, rein mit uns. Okay Leute, ich weiß nicht, wie viel ihr hier seht. Führt jetzt hier so ein Weg auf so Holzplanken. Ich sage jetzt mal durch die Materie und dem folgen wir heute. Okay Leute, ich habe jetzt einfach mal die ISO von der Kamera auf das Maximalste hochgecrankt und jetzt sieht man alles. Wir haben hier eine kleine Pause gemacht, ne? Wir haben ja heute alle gearbeitet und so, wir müssen mal kurz durchatmen und uns mal ein bisschen Dampf ablassen. Und ich würde sagen, wir diven jetzt weiter. Splasher fahren nach vorne hier schön auf dem Fußgängerweg, obwohl hier die gute Materie ist, Leute. Ich verstehe das gar nicht. Hier, das ist doch alles Training. Alles für Paris-Roubaix. Da sind wir doch dabei mit Biane, oder nicht? Ach.
Zur Feier des Tages passiert das auch ab und zu mal. Ja, traumhaft, Leute. Kleiner Boxenstopp. Wir haben ein Problem im Carbon. Hoffentlich nicht. Also hoffentlich nicht, hoffentlich, genau. Hoffentlich genau. Ist es nur ein Lager. Aber Knarzen ist immer sehr unschönes Geräusch. Jetzt wird auf jeden Fall alles mal kurz festgezogen. Ich meine, der Vorteil bei mir ist, bei mir knatscht einfach alles. Wenn es nicht knatscht, dann mache ich mir Sorgen. Ja, es ist genau so. Wenn ich hinter mir nichts mehr höre, halte ich an, weil der Türofen ist weg. Genau. Und das passiert schon des Öfteren mal. Okay, Leute, das Problem wurde aus der Welt geschafft. Es knatscht nichts mehr. Wir haben da kurz raufgespuckt und jetzt läuft der Hobel wieder. Also, ihr kennt das goldene Motto, ne? Anlauf statt Gleitgel. Kettenöl natürlich. Rein in die Materie statt Kettenöl. Kette geben statt Kettenöl. So lassen wir den jetzt einfach stehen. Ja, ich würde sagen, lass uns weiter diven, oder? Wir sind fast zu Hause. Leute, da liegen sie schon alle. Schön am Pennen alle zusammen. So, und wir fahren jetzt gerade rein nach Berlin. Oder sind schon wieder in Berlin, um ehrlich zu sein. Und wir werden jetzt noch kurz was zum Essen aufsuchen. Weil jetzt ist der Hunger doch da. Ja, und natürlich die Verhopfung muss eintreten, weil ich bin sehr unterhopft und der Flo auch. Und das ist nicht gut. Da müssen wir stark entgegenwirken. Und dann machen wir gleich. Also, sehen wir uns gleich bei der Verhopfung, würde ich sagen. Ey Leute, Berlin ist einfach ein Dorf. Ist einfach so. Ein wunderschönes so. Dorf. Ein kleines süßes Dorf. Ja, was geht? Wir kommen gerade aus dem Studio und jetzt gehen wir heim. Ne? Tschau. Tschüss, Jakob. Bis morgen. Schlaf gut. Tschüss, Felix. Tschüss, Jorin. Alles gut. Alles gut. Komm gut nach Hause. Ja, danke, ja auch. Oh Leute, jetzt erstmal ein Radler und eine Halloumi-Dürüm. Hier wird sich richtig reingegönnt. Die Verhopfung muss jetzt einsetzen. Richtig, was habe ich gerade eben gesagt, Leute? Der Unterhopfung muss entgegengewirkt werden. Auch auf den Montag. Verspätigung. Richtig. Am Montag. Prost, Leute. Jo Leute, wir sind mal wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin geguckt und konntet auch so die ein oder andere Sache sehen. Ich weiß, dass es sehr dunkel war und die Kamera jetzt vielleicht nicht den besten Job gemacht hat. Nichtsdestotrotz hoffe ich trotzdem, dass ihr daran Spaß hattet. Ja, Learning aus diesem Video ist auf jeden Fall die Beleuchtung an einem Fahrrad. Gerade für so welche Aktionen sollte man vielleicht besser testen, besser durchchecken. Ich persönlich habe gemerkt, dass falls dann jetzt demnächst irgendwann mein Gravelbike kommt, dass ich auf jeden Fall ein Nabendynamo haben möchte mit einem vernünftigen Licht vorne dran. Weil falls dann halt mal die Dunkelheit doch früher eintritt als geplant oder als man denkt, ist es glaube ich ganz nice, ein vernünftiges Licht vorne zu haben. Ich persönlich benutze halt auch nur so LED-Lichter, die man halt irgendwie so für ein Apple und ein Ei online gekauft hat. Und wenn man dann halt wirklich in so einem stockdusteren Wald ist, man sieht damit gar nichts. Also ich bin halt jetzt in dem Video, ne, das was ihr jetzt gerade eben gesehen habt, ich sag mal 90% dessen, was ich sehen konnte, war durch meine Kopflampe. Und das ist ja kein Fahrradlicht. Ansonsten hat es super Spaß gemacht. Wir haben die Strecke nachher von 60 Kilometer auf 40 runtergekürzt, weil wir doch alle gemerkt haben, dass wir ein bisschen fertiger sind als zu Anfang angenommen. Dementsprechend ist das Video jetzt auch nicht so super lang geworden. Ja, Leute, vielen Dank, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn ihr das mal macht. Das könnt ihr hier irgendwo machen. Und falls ihr zwei weitere Videos von mir sehen wollt, könnt ihr das mal hier machen. Und Leute, ansonsten, so wie immer, fahrt vorsichtig, gebt ordentlich Kette, divet richtig rein in die Materie und ja, egal was ihr macht, fahrt einfach Fahrrad, habt Spaß dran. Und wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Ringehauen.